Ja, moin, Samulaka Smasher ist hier und wir trainieren heute zusammen Bizeps, wobei wir aber auch darauf eingehen, was der Bizeps macht, worauf du darauf achten musst. Und Sepp erklärt erstmal, was ist der Bizeps und was für eine Funktion hat dieses Video wird unterstützt durch smashice.de. Trainingspläne, die dich voranbringen. Jo, hi, also ich bin Fitnessgott-Sepp auf Instagram. Und es soll heute um den Bizeps gehen. Der Bizeps ist der zweiköpfige Armbeuger. Und er hat also nicht allzu viele Funktionen, wodurch ihr ihn sehr gut trainieren könnt. Also er ist einmal zum Eindrehen des Oberarms verantwortlich, also des Unterarms. Ihr könnt sehen, allein wenn ich jetzt hier mal meinen Unterarm reinbringe, spannt hier schon der Bizeps, ohne dass ich großartig was mache. Deswegen ist es auch immer hilfreich, Curls einzudrehen. Aber ich bin jetzt nicht so der ultra krasse. Ich habe jetzt nicht so den ultrakrassen Bizeps, deswegen würde ich das Samuel auf jeden Fall auch gleich nochmal präsentieren. Ihr solltet dabei darauf achten, dass der Ellenbogen gerade bleibt. Also der Ellenbogen sollte immer an seiner Stelle bleiben. Und viele Leute verkürzen auch den Hebel. Bitte macht es nicht. Speziell Anfänger, die tendieren dazu, hier den Hebel extrem kurz zu machen. Wirklich, das ist zwar schmerzhaft, aber trainiert über den ganzen Hebel, über den kompletten Bewegungsumfang. Sonst könnt ihr zwar viel mehr Gewicht bewegen, aber es ist weniger Last auf der Muskulatur. Speziell mit den sogenannten Hammer Curls trainiert ihr nochmal den Unterarm und den brachiales Teil. Der ist hier mittig, der schiebt euren Trizeps und euren Bizeps nochmal auseinander. Dadurch wirkt euer Arm auch nochmal viel, viel größer. Und das war eigentlich auch schon die ganze Funktion. Es ist noch ein bisschen der vordere Schulteranteil mit involviert, der Clavicularis Teil des Musculus deltoideus, wenn man das jetzt in Fachsprache haben will. Aber das war es eigentlich auch schon, was die Funktion angeht. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, gucken uns zwei Übungen an und an den Übungen erklären wir euch ganz genau, worauf müsst ihr achten, was für Variationen könnt ihr auch davon machen, um eben dann den Bizeps zu trainieren. Also Leute, der Samuel macht euch das jetzt nochmal vor mit den Bizeps Curls, der ist dafür prädestiniert, der hat nämlich echt ein dickes Ei. Und wir können schon an Samuels Haltung erkennen, dass er sich leicht vorbeugt, damit die Spannung nicht runtergeht. Dann, was kann man noch an Samuel erkennen? Seine Arme sind auch sehr nah an seinem Oberkörper, damit er nicht in Versuchung kommt mit dem Latissimus oder anderen Hilfsmuskulatur einfach als sich abzustützen und die Bewegung, die Last, sage ich mal, von seinem Bizeps runterzunehmen. Was man auch sehr schön erkennen kann, dass Samuel seine vordere Schulter hier auf jeden Fall, da ist auch richtig gut Blut drin. Samuel nutzt wirklich den kompletten vollen Bewegungsumfang und was auch wirklich sehr gut ist, dass er oben nochmal nachschiebt. Das machen auch sehr wenige Leute, dass sie wirklich aus der Muskulatur oben nochmal nachkontrahieren. Die wenigsten machen das. Und er zieht es wirklich bis oben, bis zum Peak durch. Und dadurch hat er halt wirklich eine volle Muskelkontraktion. Er lässt auch den Hebel lang. Worauf du achten solltest, was er ja gesagt hatte, wenn du hier den Ellenbogen dran hast, ich zeige das jetzt auf einer Seite, ist, dass du hier den Ellenbogen wirklich so nah wie möglich am Körper hast, wenn nicht sogar schon anlehnst, damit du halt, wie bei der Funktion angesprochen, wirklich nur hier aus dem Bizeps hochgehst und nicht ordentlich noch irgendwie mit dem Lat hier irgendwie hochziehst oder mit den Schultern irgendwie hochgehst. Abstützt. Habe ich auch sehr lange den Fehler gemacht. Und dann kommst du halt hier ordentlich hoch. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich komme hier hoch, dann kommst du von hier unten, 45 Grad Winkel nach unten, weil hier unten eigentlich nur noch Gelenkbelastung, hast keine Spannung mehr wirklich im Bizeps drin, bis, was Sepp eben angesprochen hat, bis wirklich hier oben. Der Ellenbogen bewegt sich trotzdem kaum, nur der Bizeps ist wirklich komplett unter Spannung. Dann kommst du wieder runter und dann gib ihm. Was ich auch sehr schön finde, dass Samuel die Spannung nicht verliert. Das machen auch sehr viele Leute. Die machen dann unten, okay, neue Wiederholung. Unten, keine Spannung, neue Wiederholung. Samuel lässt wirklich die Spannung hier unten auf dem Muskel, wo er noch Spannung auf dem Bizeps hat. Und dann geht der schon wieder hoch. Weil so werdet ihr auf jeden Fall weniger Gewicht schaffen, aber so werdet ihr auch einen dickeren Bizeps kriegen. Sache dabei ist, wenn du den Negative komplett kontrollierst, das heißt, wenn du hier nach unten gehst und hast dabei auch noch die Spannung, hast du den Vorteil, dass du ganz einfach noch mehr Trainingsreize letztendlich setzt in der Zeit, in der du ja auch hier runter gehst. Das heißt, die 2 Sekunden oder was, die du runter gehst, sind auch noch aktives Training, während wenn du hier runter lässt, du nur mit dem Schwung, mit der Gravitation nach unten arbeitest und eigentlich mit dem Muskel gar nichts mehr machst. Ja, was wirklich wichtig ist, wenn ich an der Stelle auch nochmal einhaken darf, ist, dass wenige Leute wirklich die Negativbewegung mitnehmen, also das nach unten. Haltet da wirklich mit dem Bizeps gegen, weil das bringt auch Gains. Viele Leute machen zum Beispiel auch Bankdrücken, drücken hoch, lassen das Gewicht gegenarbeiten. Das sind halbe Wiederholungen, keine ganzen. Und dadurch wird sich euer Muskel auch nicht so sehr aufbauen.
wirklich die Negativwiederholung ist ein ganz wichtiger Teil der Bewegung und sollte auf keinen Fall irgendwie vernachlässigt werden. Was auch cool ist, ist die Sache, wenn du den kurzen Kopf trainieren willst, was wir eben gemacht haben, indem du einfach deine Hand nach oben zeigen lässt und hochziehst. Das kannst du ja auch machen, indem du dir eine Langhand nimmst, eine Z-Stange, indem du dich hinsetzt bei den Squat Curls, hier deine Arme komplett fixierst und nur noch die Stange hoch und runter bewegst. Du trainierst letztendlich genau dasselbe wie wir hier mit den Kurzhanteln. Das sind alles Variationen, die du überlegen kannst. Du kannst auch einfach beim Einkaufen sagen, ey, ich nehme jetzt die Einkaufstasche von Mama, mach den Arm so und zieh die hoch. Dann trainierst du genauso deinen Bizeps mit der Einkaufstasche von der Mama, wenn die 20 Kilo wiegt. Respekt, Junge. Hast du schon gemacht? Ja. Und so kannst du dir dann ganz einfach eigene Übungen, Variationen überlegen, um dem Bizeps nochmal einen anderen Reiz zu geben. Aber apropos Variationen, willst du nicht nochmal vielleicht die Hammer-Curls zeigen? Sehr gerne. Das ist das Nächste, was wir also, machen. Wir trainieren den langen Kopf. Beim langen Kopf ist es eigentlich dasselbe wie beim kurzen Kopf, außer dass die Hand jetzt gedreht wird. Also wir drehen die Hand jetzt so, dass die Handfläche nach innen zeigt. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du hältst dich im Bus irgendwo fest, genau so greifst du jetzt hier auch. Einfach mit der Faust nach vorne, wie als würdest du einem Kollegen hier gerade eine Faust geben wollen. Dann nimmst du wieder die Hantel, lässt den Ellenbogen auch wieder dran, guckst dir das mit dem Oberkörper, nicht irgendwie groß dich nach hinten mitbeugst, mitschwingst, weil dann arbeitest du mehr aus dem Rücken und aus dem Bauch als aus dem Bizeps. Und dann fängst du an, auch wieder hier unten, dieser 45-Grad-Winkel nach unten und ziehst hoch. Ja, was Samuel gerade angesprochen hat, ist auch mega wertvoll, dass ihr wirklich versucht, bei Übungen nicht abzufälschen. Versucht wirklich auch, euch beim Training zu konzentrieren. Samuel wird sich auch mega konzentrieren auf seinen Bizeps, dass er aus dem Bizeps arbeitet und nicht deswegen welchen anderen Muskeln. Dazu gibt es auch Studien, dass wenn ihr euch auf eure Muskulatur trainiert, also konzentriert, die ihr gerade trainiert, dass ihr 20% mehr Gains macht. Das nur nochmal so als... Das Lustige daran auch wieder, du kannst auch wieder irgendwas nehmen, um eben den Hammer Curl jetzt hier mit dem Kurzhantel zu ersetzen. Du kannst ein Seil nehmen, kannst das Seil, wo du normal Trizeps drücken hier machst, einfach nach unten stellen, in die Hand nehmen, hochziehen, machst genauso einen Hammer Curl. Und auch so kannst du dir wieder Variationen überlegen, wie du deinen Muskel auf verschiedene Arten und Weisen trainieren kannst. Was ich euch noch empfehlen kann, was bei mir auch lange ein Problem war, ein unsicherer Stand. Also ihr habt hier mehr Tipps als in jedem anderen Video auf der Welt, glaube ich. Versucht wirklich, dass ihr hier hinten das Bein einknickt und das andere bleibt gerade. Weil bei mir war es so, dass ich auch beim Bizeps-Training halt so viel Gewicht bewegt habe und auch unsauber, ja, dass ich einfach hier geschwankt bin, vor, zurück, hinher. Und was du machen kannst Fall. Ist, guck mal, dass du schulterbreit stehst, ja, leicht in die Knie gehst. Das kann man natürlich auch machen. Dann musst du nicht hier irgendwie einen Schritt, wo du hier in die Richtung leicht wankst, stehst du schulterbreit, gehst leicht in die Knie. Die Knie sorgen dafür hier mit deinen Beinen, dass du wirklich stabil stehst und ja, dann zack, gib ihn. Also das sind die zwei Variationen, wie du es machen kannst. Du machst den Schritt, mache ich immer, wenn ich am Kabelzug stehe. Mhm. Oder du stellst dich eben schulterbreit hin, gehst leicht in die Knie. Kannst du auch immer überall machen, stabil. Würde ich sagen, ist das Video genauso stabil wie eben unser Stand. Dann würde ich sagen... Ich hab noch rein, mach die Glocke an, weil du weißt, ohne Glocke auf YouTube funktioniert nichts mehr. Also danke an Sepp, dass du das Ganze hier machst. Shoutout an den. Erster Link in der Beschreibung, sein Insta und smasht das Gym.